das Thema, um das sich eigentlich alles dreht, ist die große Frage, wie wollen wir 2030, 2040 leben? Das Besondere hier an der Akademie ist die Begegnung vieler verschiedener Menschen. Das geht von Ministerinnen und Ministern bis zu Langzeitarbeitslosen. Bei einer 75 Jahre alten Akademie denkt man natürlich eher, dass man noch sehr konservativ unterwegs ist, und von daher war ich sehr überrascht, wie modern alles hier gemacht wurde. In den Zimmern werden die Toiletten mit gespeichertem Regenwasser gespült. Es gibt hier eine Pelletheizung und wir haben auch einen Elektrodienstwagen. Wir arbeiten mit mehr als 500 Kooperationspartnern zusammen, weil wir nur mit anderen zusammen Gesellschaft gestalten können. Also es geht hier um die Verknüpfung im Grunde auch von verschiedenen Akteuren, Vernetzung verschiedener Akteure innerhalb von einem Themenfeld. Christliche Werte sind letztlich tragend für alle unsere Tagungsthemen. Werte wie Solidarität, Gerechtigkeit, Chancengleichheit. Was ich hier an diesem Ort besonders schätze, ist, dass Themen sehr tiefgründig diskutiert werden. Man kommt hier zur Ruhe, ich komme hier zur Ruhe, habe hier die Möglichkeit zu reflektieren. Ich habe mich als Mensch durch die Zeit an der Akademie in dem Fall verändert, dass ich nicht mehr so voreingenommen bin, sondern ich gehe auf die Leute offen zu, höre mir ihre Geschichte an und urteile nicht einfach ohne Vorwissen über Menschen. Wenn ich nach Hause fahre, dann habe ich meistens ein sehr breites Grinsen im Gesicht.